Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Gäste. Uns liegt ein CDU-Antrag vor, in dem es geht um organisierte Kriminalität, es geht um Gewaltdarstellung von sexueller Gewalt gegen Kinder, es geht um die Quellen-TKÜ, es geht um Vorratsdatenspeicherung und es geht um EncroChat-Verfahren. Die CDU versucht auch zu begründen, wie all diese Punkte zusammenfassen, bloß aus unserer Sicht gelingt es nicht so recht und fachlich bleiben auch einige Teile wirklich dünn. Doch von Anfang an, im Kern will die CDU im Polizeigesetz Bremen die Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung ergänzen. Dazu muss man wissen, dass das Polizeigesetz den Bereich der Gefahrenabwehr regelt und die Polizei bereits heute im Rahmen der Strafprozessordnung § 100 beide Maßnahmen durchführen kann. Um zu verstehen, was diese Ergänzung im Bereich der Gefahrenabwehr bringen soll, muss man sich dann die Prosa des CDU-Antrages genauer angucken. Dort werden zwei Kriminalitätsbereiche genannt, die leicht zu emotionalen, aber häufig auch unsachlichen Debatten führen. Zunächst einmal geht es um den Bereich der sexuellen Gewaltdarstellung von Kindern, umgangssprachlich oft als Kinderpornografie oder Kindesmissbrauch bezeichnet. Ich finde beide Begriffe aber unpassend und erwarte eigentlich auch, dass dort auf die Sprachhinweise der Betroffenen Rücksicht genommen wird, die immer wieder sagen, dass diese Bezeichnungen unzutreffend sind. Es ist unbestritten, dass die Zunahme von Strafverfahren in diesem Phänomenbereich besorgniserregend ist und entschlossenes staatliches Verhandeln erfordert. Ich teile auch explizit die Forderung der CDU, die auch in einem Beschlusspunkt sich wiederfindet, dass sichergestelltes Material, das oft von gigantischem Volumen ist, KI-gestützt ausgewertet werden soll und frei werdende Personalressourcen weiterhin beim Kampf gegen sexuelle Gewaltdarstellung von Kindern eingesetzt bleiben. Ich finde das einen guten Bestandteil dieses Antrages. Aber was genau hier im Bereich der Gefahrenabwehr eine Quellen-TKÜ leisten soll, ist mir völlig unbegreiflich. Schließlich stoßen ErmittlerInnen auch heute schon bei größeren Verfahren immer wieder auf IP-Adressen oder andere Daten, die eine Strafverfolgung oder zumindest einen Anfangsverdacht gegen Beschuldigte begründen. Dann haben die Ermittlungsbehörden nach der StPO die Möglichkeit, mit entsprechenden Instrumenten aktiv zu werden. Im Bereich der Gefahrenabwehr würden wir uns nur bewegen, wenn es bisher keinen Hinweis auf ein strafbares Verhalten gibt und wir aber dennoch zu einem Anfangs- und noch nicht einmal zu einem Anfangsverdacht gekommen sind. Wann genau soll dieses präventive Agieren der Polizeibehörde, insbesondere im Bereich von sexueller Gewalt gegen Kinder, denn einsetzen? Vor der Erstellung des Materials, vor der Verfügungstellung des Materials, vor dem Zugriff von Dritten auf das Material? Wie soll dabei eine Quellen-TKÜ wirken, wenn kein Anfangsverdacht besteht? Und da möchte ich auch einmal auf meinen Kollegen Herrn Lenkheit verweisen, der darauf hingewiesen hat, dass dieses Instrument äußerst selten eingesetzt wird. Wir wissen, dass insbesondere bei sexuellen Übergriffen gegen Kindern häufig der Nahbereich die Täter sind, fast immer die Täter sind. Das heißt, man müsste davon ausgehen, dass viele nicht unbedingt vorher mit anderen Straftaten in Erscheinung getreten sind. Daher bräuchte es wirklich flächendeckend dann eine Überwachung und das durch eine Quellen-TKÜ im Polizeirecht, im präventiven Bereich durchzusetzen, ist völlig unrealistisch. Des Weiteren versucht sich die CDU mit organisierter Kriminalität zu befassen, allerdings hauptsächlich in der Überschrift, denn im folgenden Antrag findet sich relativ wenig Konkretes dazu. Sie nehmen zwar Bezug auf das EncroChat-Verfahren, das erfreulicherweise zu zahlreichen Verurteilungen und Strafverfahren geführt hat, befassen sich aber weniger mit dem spezifischen Phänomenbereich der organisierten Kriminalität. Denn auch hier ist doch präventives Agieren außerhalb von bestehendem Anfangsverdacht mehr als unglaubwürdig. Wenn Sie eine Szene identifiziert haben, Rocker sind beispielsweise eben gefallen oder auch andere Zusammenschlüsse, die regelmäßig, gewerbsmäßig und bandenmäßig Straftaten begehen, dann hat die Polizei doch eben einen bestehenden Anfangsverdacht, hat bestehende Ermittlungsgrundlagen, mit denen dann auch die in der StPO niedergeschriebenen Instrumente zur Verfügung gestellt werden können. Wieso brauchen Sie in genau diesem Phänomenbereich eine Quellen-TKÜ, die dann ohne Anfangsverdacht und ungezielt, aber mit erheblichen Grundrechtseingriffen verankert werden soll?
Ich fasse daher für uns zusammen, dass wir Ihren Antrag ablehnen werden. Ein guter Antrag zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht möglichst viele sicherheitspolitische Buzzwords aneinander reiht, sondern eher präzise Antworten auf spezifische Herausforderungen liefert. Ihr Antrag ist leider eher das Gegenteil. Er ist Symbolpolitik mit etwas autoritärem Zungenschlag. Das brauchen wir nicht. Wir lehnen Ihren Antrag ab.